liebe Jungfrau, schön, dass du hierher gefunden hast. Wir werden uns heute im Kollektiven uns deine Liebessituation uns anschauen mit deinem Kontrapart. Das ist ja so, dass du eine männliche oder eine weibliche Energie in dir besitzt. Das spielt gar keine Rolle, ob du Mann oder Frau bist, weil du Yin und Yang drinnen hast, ja, und deine Kontrapart könnte sich auch hier befinden. Kommt immer drauf an, ja. Liebe Jungfrau, es kann ja gut sein, dass du dich mit mehreren Menschen triffst, du denkst an diese Person, fokussiere dich auf diese Person, ja, nicht auf andere, sondern denk nur an diese Person und dann könnte sie hier rauskommen in einer von diese zwei Energien, ja. Bitte bedenke auch, liebe Jungfrau, dass es eine kollektive Legung ist, nicht alles kann mit dir wortwörtlich resonieren. Was du aber machen kannst, ist, liebe Jungfrau, hör dir deinen Aszendent, Mond und Venus-Sternzeichen an, weil die anderen Energien spielen auch eine große Rolle, nicht nur unser Sonnensternzeichen, ja? Okay, gut. Dann würde ich sagen, lass uns starten mit den Situationskarten. Natürlich kannst du auch Single sein und dir diese Legung anhören, es spricht nichts dagegen, ja? Aber das ist ja klar, dass irgendwo die Kontrapart da ist, dass irgendwo auch eine andere Person sein könnte. Okay, so, mal schauen, was die Situations-Orakelkarten uns erzählen wollen. Bin ich sehr gespannt. So, was haben wir hier? Eine karmische Lebenspartnerschaft haben wir hier. Es gibt hier Dinge, die man loslassen sollte. Es gibt Situationen, die nicht mehr passen. Es gibt hier in dieser Verbindung irgendwelche, wie sagt man das, turbulente Situationen. Also man merkt schon, dass es eine karmische Verbindung ist zwischen dir und dieser Person, ja. Kann ja aber auch gut sein, du befreist dich von dieser karmischen Verbindung. Du sagst, Katja, vor kurzem noch war ich alliiert mit dieser Person, ja, Mann oder Frau, das spielt gar keine Rolle. Aber ich spüre, dass ich jetzt in einer ganz anderen Energie bin. Weil natürlicherweise mit den karmischen Partner, das ist sehr selten, dass man zusammenbleibt. Also da muss man wirklich ganz, ganz, ganz viel bearbeiten. Das ist nicht einfach und ich denke, jedes Partner bringt uns eine Veränderung. Ja, also jeder Mensch in unser Leben kommt nicht umsonst. Und hier gibt es einfach Dinge, die, ich würde mal sagen, liebe Jungfrau, es passt nicht zwischen euch zwei. Also viele Dinge sprechen dagegen für eure Verbindung. Ja, aber wie gesagt, wir gehen davon aus, es kann ja gut sein, dass du jetzt jemand kennengelernt hast, liebe Jungfrau, die wirklich von einer karmischen Verbindung herkommt. Also, dass du sagst, ich weiß, dass er mit einer karmischen Partnerin zusammen war oder sie mit einem karmischen Partner, ja? Schauen wir mal, was die Situationskarten uns hier sagen. Du hast dich gedreht, Trash. Ich habe das Gefühl, dass hier eine Situation nicht mehr wachsen kann. Also sagen wir jetzt mal so, liebe Jungfrauen da draußen, ob das jetzt hier Männer sind, Frauen, das spielt gar keine Rolle. Das ist wie wenn unerwartet Situationen in deinem Leben eintreten. Also ich sage erstmal die schöne Seite von dieser Karte. Ich fange mit dieser an. Die andere schönere Seite ist ja normal, das gehört zum Leben dazu, deswegen erwähne ich erstmal die tolle und die positive. Die erste tolle positive Seite ist, dass du unerwartet dich in jemanden verlieben kannst oder in jemanden, du könntest zu jemanden Gefühle aufbauen. Du weißt es nicht, du kannst es dir nicht vorstellen, also du musst hier die Rationalität quasi ausschließen, ja. Das hat dir nichts mit rational zu tun. Diese Liebe, die du spürst, diese Gefühle, kannst du nicht immer irgendwo, wie sagt man das, umsetzen. Du kannst nicht immer alles einen Namen, einen Gefühl geben, dass du sagst, okay, das ist das, ich fühle das. Wir denken zu viel nach hier. Ja, also das ist wie wenn etwas kommt und das ist einfach das Gefühl. Lass dich von deinen Gefühlen leiten, würde ich hier sagen, ja. Die andere, schönere, unschönere Seite, Entschuldigung, die unschönere Seite ist, dass wir hier an einem Punkt ankommen, in dem wir sagen, nee, 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 es geht nicht mehr. Diese Flaschen, die werden hier vernichtet.
Ja, und diese Beziehung genauso. Diese Situation wächst nicht mehr. Also wir wachsen nicht mehr zusammen. Wir haben nichts mehr zum Lernen. Vielleicht ist einer schon rüber, der eine ist schon weiter und der andere ist feststecken geblieben. Also, du weißt es besser als ich, was du gerade erlebst. Aber diese Situation hat ja irgendwo keinen Sinn mehr. Ja, so wie sie ist. Und dann gibt es ja die andere Seite, indem wir in dieser Situation vielleicht auch sagen können, wow, wenn das jetzt nicht passiert wäre, hätte ich jetzt nicht diese Person kennengelernt. Oder ich habe eine neue Person kennengelernt und diese Person kommt gerade von dieser karmischen Verbindung. Die karmische Verbindung ist nicht einfach loszulassen. Es gibt auch Menschen, die Jahre brauchen, bis sie das verstehen, ja, energetisch auch. Also nicht nur in der Materie, dass sie sagen, ich bin noch mit ihm zusammen, ich bin nicht mehr mit ihm zusammen, was möchtest du denn? Ich habe ihn schon losgelassen oder sie. Aber trotzdem im Energiefeld sieht man die andere Person, also vor allem diesen karmischen, ja. Okay, liebe Jungfrau, ich starte jetzt hier mit der weiblichen Energie, du nimmst mir auf, ja. Die weibliche Energie, das bedeutet nicht, dass du hier unbedingt eine Frau sein musst. Okay. Hier, toxische Energie von einem Bund. Von den, ja, man kann sagen Partners. Das kann aber auch gut sein, diese toxische Verbindung gibst du dir auch selber. Also die weibliche Energie sollte sich hier befreien. Irgendetwas hält dich auf. Irgendetwas lässt dich nicht weiterkommen, liebe Jungfrau. Das ist wie wenn du sagst, ich möchte mich quasi befreien, aber es geht nicht. Also hier gibt es irgendwo eine toxische Situation. Das Problem ist ja an der toxischen Situation. Ist es die Beziehung an sich oder gibt es Verhaltungsmuster? Also wir verhalten uns irgendwie in bestimmte Situationen, ja. Zum Beispiel diese toxische Situation, die dich ankettet, kann ja auch eine Sucht sein, ja. Es kommt immer drauf an, liebe Jungfrau, woran es liegt, wie du das deuten kannst. Ob du jetzt sagst, ja, das ist mein Partner oder mein Ex oder meine Ex-Freundin und jetzt weiß ich, dass ich nicht mehr gebunden sein möchte. Oder es kann gut sein, dass du dich jetzt hier binden lässt von irgendetwas, ja, das kann ja alles sein, vom Alkohol, Alkoholkonsum, Zigaretten, Rauchen, alles, alles, liebe Jungfrau, alles, was wir nicht in Masse halten. Da, wo das Gleichgewicht nicht herrscht, das ist in Masse, ja, das ist klar. Wenn wir jetzt sagen, zum Beispiel, ich bin zu sehr in dieser Yang-Energie, ich bin zu sehr männlich, dann hast du ja nicht den richtigen Gleichgewicht. Dann bist du ja zum Beispiel prozentual bei 70-80% männlich und das Rest ist weiblich. Also das ist nicht im Gleichgewicht, okay? Das ist nicht die goldene Mitte. Und hier könnte das auch mit einer Abhängigkeit sein. Muss ja nicht immer sein, dass es der Partner ist, die Partnerin. Oder es kann ja auch gut sein, dass Menschen um dich, die dich toxisch zum Beispiel, wie sagt man das, infizieren. Du sagst, weißt du, die Jungfrauen haben oft auch das Problemchen, ich sage Problemchen, nicht alle Jungfrauen, aber gibt schon viele, sie fanno trascinare, also sie lassen sich mitziehen von den anderen. Was sagt die Gruppe? Die Gruppe sagt, ich benehme mich so. Und das kann ja für dich auch eine Bindung sein als Frau, dass du, wenn du jetzt eine Frau bist und du guckst zu und sagst, oh mein Gott, das tut mir weh, dass so eine Situation ist. Guck mal hier, siehst du das? Hier ist eine Energie, ja, die ist sehr kämpferisch. Marte, Mars. Mars ist nie eine Energie, die ruhig ist. Ja, selten, selten. Hier haben wir ganz viel Feuer und du siehst es ja hier, es ist heiß, sagt die Karte. Aber heiß kannst du ja auch sagen, es ist gefährlich, was hier gerade ist. Man spielt mit dem Feuer. Ja, hier hast du auch Widder, falls es dir etwas sagt. Okay, also wir wissen ganz genau, es ist nicht einfach, den Feuer zu dominieren, ja, und hier ist sehr viel Feuer, also hier, ich könnte sagen, hier hat sich jemand verbrennt oder es könnte sich jemand verbrennen in der Situation, okay, bitte nicht falsch verstehen, liebe Jungfrau, das muss ja nicht immer sein, dass du dich jetzt verbrennst, weil du mit dieser Person quasi dich reinlegen lässt oder dass diese Person dich, ja, hintergehen möchte oder verarschen möchte, nein, damit ist auch gemeint,
Du verbrennst dich selber, indem du hier etwas Toxisches machst. Dieses Bund, ja, der dich hält. Manchmal sind es auch nur Situationen oder Abhängigkeiten, ja? Okay, schauen wir jetzt mal, was die ganz normalen Orakelkarten dazu sagen, zu dieser Situation. Progetto. Schön, das ist aber schon mal schön. Affetto. Ah, jetzt. Jetzt kommt die Sache. Jetzt kommt die Sache ans Licht. Jetzt verstehe ich, wieso. Das Problem ist, dass wir hier eine Person haben. Guck mal, Nido. Das ist nicht zufällig rausgekommen, okay? Verstehst du? Liebe Jungfrau, ich denke, es gibt hier in der Beziehung jemand, der nicht die Liebe kennt. Zurzeit haben wir das oft. Also bei jedem Sternzeichen bis jetzt, den ich gedreht habe. Das ist klar. Meistens sind es die Menschen, die das haben, die das projizieren. Wir hatten ja auch, ich habe ja gesagt, diesen Vollmond, der wichtig war, im Skorpion, und alles kommt raus. Alles wird rausgerückt. Und das, was du jetzt erntest, liebe Jungfrau, das ist quasi den Samen, den du gelegt hast. Ob das jetzt du bist oder diese Person. Und hier, diese Person ist vielleicht zu sehr beschäftigt mit seinen Projekten, aber vergisst dabei die Gefühle. Das ist wie wenn jemand sagt, ich vergesse mich. Ich weiß, dass es ein Projekt gibt in meinem Leben, jobmäßig, Dinge, die ich erreichen will, Geld, alles in diesem Raum. Und dann gibt es aber das Wichtigste in meinem Leben, l'affetto, die Liebe, ich bin nett, die Zuneigung, ja, zu meinen Kindern, zu meiner Familie, zu meiner Frau, zu meinem Mann, das kommt immer drauf an, zu meiner Partnerin. Das fehlt mir. Oder das kann ja auch gut sein, du sagst, Katja, ich bin jemand, der schon lange nicht mehr in einer Beziehung war. Das kann ja auch gut sein, du bist da wirklich, wie sagt man das, sehr wunderfitzig und du hörst es dir trotzdem an. Und gerade spreche ich dich an. Ich sage zu dir, du bist schon lange nicht mehr in einer Beziehung gewesen, schon lange Single gewesen. Und du fängst jetzt an zu verstehen, dass du jetzt auch deine eigene Familie kreieren sollst. Dein eigenes Liebesnest. Also du bist hier bereit, dein Liebesnest zu kreieren. Aber natürlich, irgendwo fehlt etwas. Es ist ja klar, dieses Projekt hast du. Du hast das vielleicht auch im Visier, du träumst davon. Aber es ist auch wichtig, dass du, ich stelle sie jetzt weg, sonst lasse ich sie dort. Es ist wichtig, dass du auch verstehst, dass diese Projekte nicht nur gehen, nicht nur funktionieren, sondern es funktioniert nur, wenn wir auch gefühlsmäßig drin sind. Wenn wir auf unsere Gefühle hören. Liebe Jungfrau, was ist jetzt wichtig für dich, dass du jetzt verstehst, dass du wirklich so eine Situation willst. Oder dass du jetzt sagst, ich bin mit jemandem zusammen, der ist beschäftigt. Diese Person versteht gar nicht die Liebe, versteht gar nicht diese Gefühle, versteht gar nicht, dass eine Familie wichtig ist. Und diese Person ist woanders fixiert. Diese Person hängt in seine Abhängigkeiten. Ja, sowas in der, ich sag mal so, in der Richtung. Ja, muss ja nicht unbedingt sein, aber ich denke. Es ist etwas, was einem zuhält, einem nicht öffnet, im Gegensatz. Okay, schauen wir mal weiter. Weil, weißt du, was mir hier die Geistführer sagen? Die Geistführer sagen, hier gibt es jemand, der das braucht, Zuneigung. Der vielleicht auch in seiner Vergangenheit, ja, wo du klein warst oder wo diese Person klein war, hatte nicht diese Aufmerksamkeit. Ja, wie oft gibt es Frauen, die sagen, nee, ich möchte jetzt das nicht oder ich möchte jetzt nicht richtig Mutter sein. Ich nehme nicht diese Rolle. Diese Kinder werden dann als Erwachsene leiden, weil die Mutter das nicht gemacht hat, die Rolle nicht eingenommen hat. Leute, wir geben nicht die Schuld der Mutter, dem Vater, weil sie gar keine Schuld haben. Wir haben sie uns ausgesucht, aber trotzdem ist der Schmerz da. Du kannst es nicht einfach so wegwischen. Den Schmerz kannst du nicht einfach so wegwischen, ja? Okay, was sagen uns hier die Karten? Ich schaue mir jetzt gerade. Ja, hier haben wir jemand, das ist auch ein bisschen egoistisch. Das ist eine Person, die hier den Big Boss spielt. Und dann haben wir hier eine Person, die wahrscheinlich seinen Weg gegangen ist oder seinen Weg gehen wird.
Ja, ich habe jetzt hier ganz oft geschaut, wieso? Weil ich diesen Impuls habe, dass hier irgendwo, ich habe das Gefühl, dass hier irgendwo jemand in einer Situation ist, in einer Sackgasse. Ja, und ich weiß nicht, wie ich am besten das reparieren soll. Ich nehme mir wieder meine Kraft zurück. Ich komme wieder meiner Kraft. Ich versuche das, aber ich muss jetzt hier irgendwo meinen Weg gehen. Die Frage ist, wird das reichen? Ist das das Richtige? Bist du schon deinen Weg eingegangen? Hast du schon diese Person verlassen? Kann ja gut sein, dass du dich entfernt hast, dass du jetzt gerade an einem Standpunkt bist, an den du ballotierst. Aber hier gibt es auch jemand, der diesen Big Boss spielt. Ja, also ich weiß ja nicht bei dir, wie das ist, liebe Jungfrau, ob das jetzt jemand ist aus dem Elternhaus oder ist es jemand in der Beziehung, in dem du sagst, ja, diese Person kommandiert mich rum. Oder ich bin jemand, der immer sagt, was es zu tun gibt. Ja, also es ist wie, ja, diese Person, hier gibt es jemand, der eine schwere Situation hinter, wie sagt man das, Hindernisse hat und sie überquert diese Hindernisse. Es ist nicht einfach. Also ich denke, für dich und für diese Person gibt es hier Komplikationen. Ja, also du könntest hier sagen, Katja, ich sehe keinen Ausweg. Diese Person könnte das Gleiche sagen. Ja, es kommt immer darauf an, wer gerade zusieht. Aber es ist keine leichte Situation, weil es hier auch sehr viel mit Gefühle zu tun hat. Und wenn man nicht an die Gefühle rangeht, an die wahre Gefühle, verliert man das. Man verliert die Kapazität. Man verliert sich selber in einem Loch, weil man nicht versteht. Man versucht, die Gefühle zu filtern. Leute, wieso sind die Gefühle da? Wenn ich wütend bin, dann ist nicht das Wut, die Wut, die da ist, sondern es ist etwas anderes dahinter. Io l'esprimo così. Also wie sagt man das? Ich bin jetzt oder ich benehme mich wütend. Ich habe diese Emotion, aber das ist nicht die wahre Emotion dahinter. Dahinter steckt viel, viel, viel mehr. Dahinter steckt, dass man diese Kapazität, diese Angst hat auch, ja. Was wollen mir meine Gefühle sagen? Also nicht jeder Mensch, ich sage das jetzt hier offen, so wie es ist, nicht jeder Mensch weiß, was Liebe ist. Nicht jeder Mensch ist vertraut mit Liebe. Ja, bitte nicht falsch verstehen. Natürlich waren wir schon mal verliebt, alle. Aber es gibt Menschen, die wirklich nicht das kennen. Da Love of Fativo, von dieser Zuneigung. Mama, Papa, ich hatte Eltern, die geschissen haben drauf, wie es mir ging. Und jetzt bin ich so groß geworden. Also hier gibt es Schwierigkeiten, ganz eindeutig. Und was man hier machen kann, ist, ich brauche irgendwie etwas, was ich auf meiner Straße, auf meinem Weg gehe, ja? Schauen wir mal. Ein junger Kerl. Hier gibt es irgendjemand, der jünger ist als du. Liebe Jungfrau, triffst du dich mit einem jüngeren Mann oder du bist hier ein junger Kerl und es gibt hier etwas, was kurzfristig in deinem Leben eintreten wird. Kann ja gut sein. Breve termine. Also es kann ja gut sein, dass du jetzt irgendwie eine Beziehung hattest mit dieser Person. Und es war nicht lange. Diese Beziehung ist kaputt gegangen. Das hängt davon ab, weil man hier nicht richtig bearbeitet hat. Ja, weil man hier noch nicht richtig die Sache akzeptiert hat. Es kann ja aber auch gut sein, dass du jetzt in dieser Zeit, in dem du mit jemandem Schluss machst, ja, wirst du hier jemand Neues kennenlernen. Diese Zeit, das ist eine Überbrückung. Eine Überbrückung. Hier gibt es irgendetwas, ja? Mal schauen drunter. Eine blonde weibliche Frau, ja, spielt hier eine große Rolle auch. Du könntest hier blond sein. Und seht ihr das? Merkt ihr das? Es gibt hier zwei verschiedene Männer. Zwei Optionen. Ja, zwei Optionen hört sich jetzt komisch an, aber hier gibt es zwei Männer. Einer, der reifer ist, der hier honesto, nicht hell, also der wird jetzt hier hell beschrieben auf Deutsch, aber das heißt nicht hell. Das heißt fair, der ist korrekt. Ja, das wahre Wort ist hier honesto. Er ist fair, wie das Englische. Er benimmt sich fair, er ist korrekt, aber irgendwo
gibt es eine Situation, wie ich ja gesagt habe, eine Frau, die blond ist und vielleicht mitten in dieser Entscheidung sein könnte. Es zwei Optionen gibt natürlich, kann aber auch gut sein, es geht ja nicht um dich, es geht hier um deinen Sohn. Ja, du könntest hier ein Vater sein, du könntest hier aber auch eine Mutter sein. Ja, und du verlangst hier, dass dein Sohn eine Entscheidung trifft, die sehr fair ist gegenüber der Liebe, ja, weil natürlicherweise, wir haben hier, das ist gleich, kann das jetzt hier nicht weglegen, ein Jüngerer, du könntest aber auch sagen, mein Herz ist zwischen zwei Männern, mit einem hatte ich etwas Kurzfristiges und es war auch schnell vorbei, das könnte hier eine karmische Vereinigung sein, ja, dass du mit dieser Person karmisch, diese karmische Beziehung irgendwo bearbeitet hast, kann aber auch gut sein mit dem Älteren, mit es muss jetzt nicht unbedingt sehr alt sein, dieser Mann, aber es ist eine faire Person. Du könntest hier auch sagen, ich bin fair. Ich bin fair und weißt du, Katja, wieso glaube ich nicht mehr an die Liebe oder wieso bin ich so geschlossen? Weil mich meine Frau oder meine Ex-Freundin hintergangen ist. Kann ja auch gut sein, weil wir hier diese blonde Frau haben. Ja, also blonde Frau, wie gesagt, du kannst gefärbt sein, aber es spielt auch eine große Rolle, diese Dame. Siehst du, hier ist eine Vereinigung. Also entweder warst du verheiratet oder du wurdest im Leben enttäuscht, weil hier ist auch die Familie. Also natürlich spielt hier diese Familie eine große Rolle. Jemand, wo Kinder hat, jemand, wo sagt auch, hey, wir haben jetzt hier auch die Entfernung. Ich habe irgendwo das Gefühl, dass ich nicht mehr hierher gehöre. Ich bin nicht mehr in meiner Haut drin. Irgendetwas stimmt nicht. Ja, also ich würde hier sagen, liebe Jungfrau, es ist sehr kompliziert zwischen dir und dieser Person. Weil hier gibt es nicht nur eine Person, wie ich ja gesehen habe, gibt es zwei Männer. Ja, und wie gesagt, du setzt das jetzt um, wenn du jetzt sagst, ich bin wirklich zwischen diese zwei Männer oder ich habe was mit diesem Jüngeren gehabt und das war kurz, aber ich denke noch an ihn. Oder ich bin hier eine Frau, die verheiratet ist. Oder du bist verheiratet als Mann. Und du könntest dich auch irgendwie in jemanden, du könntest jetzt genommen sein von jemandem. Kann ja gut sein. Das ist, weißt du, es gibt viele Situationen. Wir sind ganz viele Menschen da draußen. Aber wichtig ist für dich, liebe Jungfrau, dass hier irgendwo una manganza d'amore affettiva, also jemand hat hier irgendwie das fehlende Gefühl, wie wenn ich nicht das in meinem Leben bekommen habe. Ich bin total in einer Situation, an dem ich keine Liebe bekommen habe und ich suche das, aber das ist in dir drin. Wie gesagt, hier ist auch jemand, der eher so diesen Big Boss, ja, und das ist nicht schön, wenn man so ist. Natürlich, ja, diese Person denkt, ich bin richtig, aber das ist nicht richtig, ja. Also ich weiß ja nicht, mit wem du zu tun hast, aber irgendwo gibt es jemand, der dich auch blockiert oder kann ja auch gut sein, es geht hier um die Familie, Vater, Mutter, Geschwister. Hey, es wird so gemacht, wie ich das sage, ja. Es könnten hier auch zwei Brüder sein, es könnte hier auch eine Schwester deuten. Also wir setzen das da um, wo es für uns eher passend ist. Ja, also diese Unterdrückung ist zu viel. Okay, schauen wir mal, was Cupido uns sagen möchte zu dieser Situation. Einen Augenblick, liebe Jungfrau. Ich trinke ganz kurz meinen Kaffee. Der wird ganz schnell kalt. Da wundere ich mich gar nicht. So, schauen wir mal, was uns Cupido zu sagen hat. Hier gibt es jemand, der irgendwie, ich habe ja gesagt, hier ist jemand verknallt. Wisst ihr, wenn jemand sagt, ich bin, Leute, das ist wirklich eine wichtige Karte, ja. Also ich deute sie nie so, wie sie da ist, weil für mich, ich kriege da sogar Gänsehaut. Okay, das bedeutet, hier gibt es eine wichtige Wahrheit, ja, eine wichtige Wahrheit. Und zwar, stell dir mal vor, du hast dich in jemanden verguckt. Stell dir jetzt das mal wirklich vor, liebe Jungfrau. Und du bist eigentlich ein Mann oder eine Frau, die sehr rational ist. Du kannst dir nicht immer alles erklären. Ja, das ist normal. Aber was macht eine Jungfrau? Eine Jungfrau analysiert alles. Leute, das ist so. Ich habe meinen Venus dort. Und ich kenne das besser als andere. In Sachen Liebe analysiere ich sehr viel.
Ja, das ist leider so. Ich sag leider, weil das auch ein Minuspunkt ist. Ich bin ganz ehrlich, weil man kann die Liebe nicht immer analysieren. Ja, du kannst nicht immer die Liebe so planen, wie du das eher am besten magst. Die Liebe kommt und nimmt dich mit. Die travolge. Also ich kann jetzt nicht das Wort übersetzen, aber ich muss schauen, wie das heißt. Das, die Liebe nimmt dich und du kannst nichts tun. Und die Karte sagt hier, gib ihm Zeit. Gibt euch diese Zeit und das wird für immer sein. Also ich bin mir hier bewusst, dass du jetzt denken kannst, oh mein Gott, das ist nur eine Verknalltheit oder das ist nur eine Liebe, die ausgehen wird. Nein, du irrst dich. Das kann gut sein, dass du hier mit dieser Person für immer alliiert sein könntest. Dass du dir das dir gar nicht vorstellst, was hier passiert. Also hier treffen sich zwei Seelen wahrscheinlich, die zusammengehören. Liebe Jungfrau, ich weiß, es sieht ein bisschen komisch aus, weil hier ganz viele Energien sind. Ich weiß ja nicht, mit wem du zu tun hast, aber ich sehe hier mehrere Energien, mehrere Situationen. Ja? Ich sehe junge Menschen, ich sehe hier Personen, wie wenn hier in deinem Leben gerade sehr viele Menschen teilhaben. Manchmal ist es auch so, also was ich oft bei Jungfrauen gemerkt habe, dass Jungfrauen um sich Menschen haben, Freunde, und diese Freunde auch sehr viel zu sagen haben. Was ich dir als Tipp geben kann, ist, liebe Jungfrau, bitte hör auf deinen Herzen. Nicht auf Geschwister, nicht auf deine Familie, nicht auf deinen Vater, deine Mutter, auch wenn das noch was Gutes ist, was sie dir sagen, aber hör auf deinen Herzen. Und hier sagt es die Karte eindeutig. Du kennst diese Person schon, du hast ihn oder sie schon gesehen. Und sei, ich sag jetzt nicht, sei vorsichtig. Sie sagt hier diese Karte attendi. Sei dir bewusst oder sei vorsichtig. Richtige Zeit und das wird für immer sein, dass ihr zusammenbleibt, ja? Also im Positiven, nicht im Negativen, Leute. Sehr schön. Also ich denke, auch wenn du jetzt Schwierigkeiten hast, könntest du dabei jemand treffen, mit denen du dich alliieren kannst, für immer, dass du eine Partnerschaft mit dieser Person ziehen könntest, ja, dass du dir gar nicht vorstellst, du sagst, oh mein Gott, das ist doch gar nicht mein Typ, Katja, oh je, ich arbeite mit dieser Person, stell dir mal vor, du arbeitest mit dieser Person, du bist mit dieser Person beruflich, hast du Kontakt, ja, kann ja auch gut sein, oder diese Person ist total fixiert an die Arbeit, was ich mir sehr gerne, wie sagt man das, sehr oft, ja, anhöre. Ja, dass ich das jetzt richtig umdrehe. Hier, was ich schon mal gesagt habe bei dem Gehängten. Was ist der Gehängte? Leute, das ist immer sehr wichtig, dass wir die Karten nicht nur deuten. Wir sehen jetzt hier jemand auf den Kopf und denken, der hat sich ja aufgehängt. Das ist Ausschluss. Nee, das ist so. Hier gibt es eine Person, die hier eine falsche Denkweise hat. Sein Glück woanders konstruiert. Das ist hier ein Herrscher. Das kann ja ein verheirateter Mann sein, mit dem du jetzt hier quasi Schluss machst. Oder das kann gut sein, dass du mit diesem Mann Kontakt hast. Und dieser Mann hier eine neue Sichtweise braucht. Das, was gerade aktuell passieren sollte, ist, dass dieser Mann eine andere Vision bekommt von der Situation. Die falsche Vision hat von dir. Es kann ja auch gut sein, dass jemand hier vorgeworfen wird. Du gehst mir fremd, du hast jemand anderem. Oder es kann gut sein, dass hier ein Vater eine große Rolle spielt. Die Vaterfigur. Der Herrscher ist immer der Il Tiranno. Der Vater, der Tyrann ist. Ich hoffe, ich sage das richtig auf Deutsch. Das ist jemand, der besitzergreifend ist. Das ist der Herrscher, Leute. Viele, also bei den Rider-Waite, man bekommt es in Kurse. Ja, diese Kurse sind fantastisch, sage ich immer. Du hast den Herrscher und die Herrscherin. Man denkt, wow, die harmonisieren zusammen. Im Gegensatz, die harmonisieren nicht, weil die Herrscherin eine ganz andere Energie hat von dem Herrscher. Der Herrscher will alles für sich. Der Herrscher ist besitzergreifend. Und wir haben gesagt, hier spielt jemand Big Boss. Aber auf der falschen Seite. Hier sollte ich nicht Big Boss finden, hier sollte ich die wahre Mansion von mir finden. Wer bin ich wirklich? Du hast hier drei großen Arkanen. Die Seele meldet sich. Wenn du glücklich sein möchtest, dann finde dein wahres Ich. Und dein wahres Ich ist nicht hier.
Quale valori, i valori, also diese Karte übersetzt, deine Denkmuster. Ich verteidige hier meine Version. Ich muss mich verteidigen. Und es gibt hier eine dritte Person im Spiel. Leute, ihr solltet hier das tun, was euer Herz euch empfiehlt. Nicht das, was dein Ego dir sagt. Oder was die anderen sagen, was besser ist. Nee, überhaupt nicht, würde ich hier sagen. Also ich habe das Gefühl, dass hier sich vielleicht jemand einmischt oder jemand etwas zu sagen hat, was jetzt momentan eher nicht sagen sollte. Das ist nicht das Richtige, das ist nicht die richtige Option. Ja? Oder ich habe jetzt Schluss gemacht, ich entferne mich von diesem Mann, ich mache Schluss, weil dieser Mann mich nicht versteht. Also ich gehe davon aus, dass hier irgendwo wirklich mehrere Energien sind. Wie gesagt, das kann ja auch die Familie sein. Du sagst, ich habe einen Vater, der scheiße ist. Mein Vater hat eine große Wirkung in Sache Liebe. Weißt du, deswegen finde ich auch nie den richtigen Mann. Weil ich so einen Vater hatte. Oder weil mein Vater uns verlassen hat, wo wir klein waren und ich gar nicht diese Zuneigung bekommen habe von ihm. Leute, Vater und Mutter, eine wichtige Ernährung. Das ist energetisch so. Ist der Vater scheiße gewesen, wirst du auch Probleme haben. Ist die Mama scheiße gewesen, natürlich wird sich das auf dein Leben wieder, wiederfinden, ja? Du findest diese Schemen immer wieder. Das ist Verzweiflung, ja, natürlich. Aber wenn man jetzt denkt, dass die Eltern quasi uns das projizieren. Wie sind deine Eltern in diesem Moment? Sind deine Eltern geschieden? Sind deine Eltern zusammen? Oder hast du deine Mutter verloren? Deinen Vater? Hast du irgendetwas verloren, was du sagst, das war nicht in meinem Leben konstant? Das war keine, wie sagt man das, eine solide Basis. Hier fehlt auch die solide Basis. Wir suchen nach dieser solide Basis, aber sie geht nicht, sie funktioniert nicht, weil wir anders denken, weil wir dieses Denkmuster haben. Und wir nehmen nicht das von einer anderen Perspektive. Also es ist sehr wichtig, dass wir auch mal die Perspektive von dem anderen sehen oder sich in den anderen hineinversetzen, ja? Okay, also es ist nicht einfach. Ich weiß, es ist nicht einfach, aber wir werden bestimmt die Lösung finden, liebe Jungfrau. Wenn es etwas ist, in dem man sagt, ja, es ist Liebe. Es ist Liebe, ja? Liebe hat nicht nur die Schöne. Wie sagt man das? Die schöne Seite. Sie hat auch die, eine Rose hat ja nicht nur an sich, das ist die Rose, sondern auch Lesbine. Die Stacheln, okay? Gehen wir davon aus, dass wir das mit einer Rose vergleichen, okay? Die Rose ist wunderschön. Sie ist wirklich diese romantische Symbol in einer Liebe, aber hat auch Stacheln. Die Liebe hat auch andere Facetten, nicht nur das Positive, ja? Und hier sieht man schon, die männliche Energie ist in einer Sackgasse, ich würde sagen, total misstrauisch, total, oh mein Gott, wo bin ich hier? Was geht hier ab? Er hat dunkle Phasen, die Wolken, die auf ihn zugehen, alles geht zu und diese Person kann sich nicht richtig öffnen. Und hier haben wir, guck mal, die Zwillingsflamme. Wirst du jetzt sagen, habe ich die Zwillingsflamme angezogen? Hat er sie angezogen? Habe ich sie angezogen? Das ist eine wichtige Karte. Das ist eine sehr wichtige Karte, weil nicht jeder darf das, nicht jeder kann das, aber nach so einer Situation, Beziehung, liebe Jungfrau, natürlich kann das sein, dass du deine Zwillingsflamme anziehen kannst, weil du hier alles gelernt hast, was es zum Lernen gibt. Und das würde mich jetzt nicht wundern. Du hattest vorhin, warte mal, wo bin ich hier? Du hattest vorhin das. Du kannst es auch übersetzen. Du gibst es in Google ein und das wird für immer sein. Mit wem bist du für immer zusammen? Mit den Zwillingsflammen, mit dem Seelengefährten, da musst du nicht unbedingt für immer zusammen sein. Aber hier ist irgendetwas, ja. Auch wenn die männliche Energie hier sehr turbulente Phasen hat oder es gar nicht so gut geht, hier gibt es vielleicht auch die Zwillingsflamme, die auf einem zugeht und das Ganze ändern kann. Schauen wir jetzt mal für die liebe Jungfrauen, ja. Die Männer. Also quasi jetzt hier die männliche Energie, aber auch wenn es jetzt hier Männer gibt, die sagen, ja Katja, ich bin hier. Oder nee, Katja, ich bin hier die Frau. Das setzt hier um. Strategie. Jemand geht hier mit Strategie um. Ja, was ist die Strategie von diesem Mann? Meine Fantasiewelt. Meine Fantasiewelt hält mich davon ab, die Dinge zu sehen,
wie sie wirklich sind. Falsch, total falsch. Also wir haben hier eine männliche Energie, die hier in einer Fantasiewelt lebt, okay? Ganz einfach und simpel. Aber es gibt jemand in seinem Leben, es gibt jemand in seinem Leben, also diesen Mann verdreht jemand den Kopf oder diese Frau gibt es jemand da draußen, die ihm das Kopf verdreht. Aber vorsichtig, weil es kann hier irgendwo nur eine Strategie oder eine Fantasiewelt sein. Ja, also natürlich bin ich jetzt mir sehr bewusst, was ich hier sage, weil das sind zwei Karten, die irgendwie auch eine Falle darstellen, okay? Bitte seid vorsichtig, wenn ihr kennengelernt habt, okay? Oder die männliche Energie könnte sich eine eigene Falle gebaut haben. Ich bin in meine eigene Welt, wie ich ja schon gesagt habe, toxische Abhängigkeiten können Alkohol sein, Rauchen, Spielen. Ich gehe in diese Welt, die nicht existiert, aber nur in meinem Kopf, damit ich die anderen Dinge vergesse. Damit ich vergesse, wer ich bin, was ich für Probleme habe. Das ist immer die leichteste Seite, Leute. Da brauchen wir Hilfe. Wir brauchen da professionelle Hilfe. Sonst geht das gar nicht, ja? Okay. Schauen wir jetzt mal. Was die Message der Liebe uns hier sagen. Die männliche Energie, das kann ja aber noch natürlicherweise auch die Frau sein, findet nicht die richtigen Worte, oh Gott, wie sagt man das auf Deutsch? Wie sagt man das, liebe Jungfrau, Hilfe, jetzt brauche ich deine Intelligenz. In diesem Moment, wenn man übersetzen muss, ich weiß, ich habe das ja auch mit Venus. Das ist aber schwer. Mi devo esprimere. Wie kann ich mich jetzt ausdrücken? Jetzt. Toll, danke, danke, liebe Geistführer. Wie drücke ich meine Emotionen aus? Hier hat jemand Schwierigkeiten. Was hier jemand eher machen sollte, ist eher, wie ich ja schon gesagt habe, zurückkehren in seine Welt, in die Leute, wir leben schon in dieser Maya-Illusion. Wer sagt uns nicht, dass das schon eine Illusion ist? Und dann gibt es Menschen, die noch mehr in einer Illusionwelt leben. Komm zurück zu deiner Welt. Komm zurück. Es gibt ja auch eine Verbindung zwischen dir und dieser Person. Also ich rede hier wahrscheinlich von Menschen, die alliiert sind. Alliiert sind schon seelisch, Leute. Das ist ganz einfach und simpel. Weil wenn man jemanden träumt, diese Person habe ich in meinem Traum gesehen. Ich wusste schon von Anfang an, dass er oder sie kommen wird. Okay? Hier gibt es auch irgendwo einen Kontakt. Vielleicht wartest du auf die SMS von ihm. Oder du weißt, dass er Schwierigkeiten hat. Du verstehst das. Du verstehst ihn oder sie. Okay, gehen wir davon aus. Wie gesagt, das ist sehr neutral. Diese Person muss sich gut fühlen. Diese Person hat ein Problem, Leute. Dieses Problem kann aber gelöst werden. Ja? Was es ist, das kann ich dir jetzt nicht sagen, weil ich denke, diese Person hat sehr große Schwierigkeiten, mit Emotionen umzugehen. Ich bin davon überzeugt, dass hier Emotionen eine große Rolle spielen. Ja? Und wenn man nicht die Emotionen damit umgehen kann, man kann sie nicht filtern, man weiß nicht, wo gehört das hin, was will jetzt mein Herz mir sagen, wieso bin ich wütend, wieso mache ich das, wieso mache ich etwas kaputt oder wieso entferne ich mich von dieser Situation, obwohl ich diese Person liebe. Es gibt immer eine Erklärung, aber diese Person kann sich das nicht erklären. Aber wisst ihr, ihr seid hier irgendwo verbunden, liebe Jungfrau, es gibt eine unsichtbare Welt, die euch verbindet und diese Frau oder dieser Mann träumt, hat dich schon mal gesehen oder spürt dich in die Träume, bekommt ja eine Wahrheit. Die Träume spielen eine große Rolle, ja. Es kann aber auch gut sein, dass diese Person einfach aufwachen muss, ja. Und ich weiß ja nicht, ob du ihn geschrieben hast oder sie, wie gesagt, es kommt immer drauf an, ich weiß, dass auch Männer zuhören, dass sie jetzt hier geschrieben hat oder sie wartet auf eine SMS. Ja, die Männer, Jungfrauen, das ist nicht einfach, Leute. Wenn du der Jungfrau
Ich kriege hier Gänsehaut, weil, wie gesagt, ich selber, mein Mann ist Jungfrau, ich habe Venus in Jungfrau. Eins, was ich verstanden habe von den Jungfrauen, ist, dass wenn sie jemanden reinlassen, dann wirklich geben sie sich zu 100%. Aber es ist nicht einfach, in eine Jungfrau reinzukommen, in eine Jungfrau, in seine eigene Welt. Es braucht Zeit, bis eine Jungfrau sich öffnet. Ja, das ist ein Erdelement und gerade der Jungfrau hat Difficultat, Schwierigkeiten. Du kannst jetzt sagen, wieso, Katja? Zum Beispiel jetzt, machen wir mal ein Beispiel, du bist Waage und du sagst, wieso gerade ich? Ich bin Waage, ich kann das doch, ich habe auch meine Schwierigkeiten, aber ich mache das ja, wir sind nicht alle gleich. Die Jungfrauen haben da Komplikationen, sind da anders gebaut. Ja, natürlich kannst du auch einen Aszendent haben. Indem du jetzt sagst, ja, Aszendent bin ich jetzt das. Das spielt auch eine große Rolle, Leute. Nicht nur der Sonnensternzeichen. Aber die Sonne gibt immer die Lösung, der Heilungsprozess in der Astrologie. Deswegen bist du ja dieses Sternzeichen. Also analysiere, okay, ist schon richtig, aber hör auf deinen Gefühl. Ja, was deine wirkliche Natürlichkeit möchte. Deine Natur. Natur, 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 vera Natur. Deine echte Natur. Was will sie denn? Was willst du erreichen? Hier gibt es, also Leute, Zwillingsflamme, Seelengefährter und irgendwo da draußen gibt es für dich den Seelengefährter oder die Seelengefährtin und ruft nach dir. Seht ihr das? Merkt ihr das? Hier gibt es zu viele Männer. Hier gibt es ganz viele Männer. Leute, drei sind schon rausgekommen. Also entweder natürlicherweise kann ich jetzt hier verschiedene Männer beschreiben. Wenn du jetzt ein Südländer bist, dunkle Haut, vielleicht auch bist schön gebräunt. Ein südländischer Mann, der hier diese Legung anschaut, das ist meine Legung. Oder du hast hier mit diesem Typ zu tun, mit diesem dunklen Mann, der hier von Weitem kommt, um auf dich zuzutreffen. Diese Person hat eine lange Distanzierung. Diese Person kommt von irgendwo Weitem, um hier dich zu finden, ja? Wahnsinn, Wahnsinn. Also wahrscheinlich könnte hier auch eine Entfernung eine große Rolle spielen zwischen dir und dieser Person, ja? Also, liebe Jungfrau, nur du kannst es jetzt wissen. Hast du diese Person beim Chatten kennengelernt? Ist diese Person gar nicht in Deutschland? Ja, kann gut sein. Dass du diese Person auf eine Reise oder du wohnst, du bist schon... Stell dir jetzt mal vor, du sagst, ich wohne in Deutschland, aber ich bin keine Deutsche. Ich gehe in mein Heimatland und in mein Heimatland habe ich diese Person kennengelernt, ein dunkler Typ. Und ich weiß, dass er mein Seelengefährter ist. Ich träume sogar von ihm, aber hier gibt es wirklich, liebe Jungfrau, hier gibt es von diesem Mann her, also von dieser Person, kann ja auch eine Frau sein, aber gibt es auch Probleme. Diese Person hat Probleme. Das ist nicht einfach, ja. Ich kann jetzt nicht sagen, er ist jetzt hier frei. Nee, 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 nee. Wahrscheinlich nicht so ganz. Il mio cuore vuole solo te. Mein Herz will nur dich. Und dann sagt die Karte, ich weiß gar nicht, ob ich das schaffe. Ich kann nicht mehr für diese Liebe kämpfen. Leute, ich denke, hier ist jemand müde oder war müde, hat nur Enttäuschungen gehabt, aber hier gibt es auch das Wort, ich liebe dich. Und das sagt man nicht einfach so. Natürlich könnte hier auch ein Ex sein, diese viele Männer sind hier der Ex oder die Ex-Freundin, aber hier ist die Liebe da. Mein Herz will nur dich. Die Frage ist, wer? Ja, wer? Du? Ist es der andere? Oder ist es jetzt die Situation, dass du sagst, ich weiß, dass er Schwierigkeiten hat, er liebt mich, aber irgendwie hat er nicht den Mut, für diese Liebe zu kämpfen. Das ist, weil er in einer Illusion lebt. Das ist ja die Illusion von diesem Mann oder dieser Frau. Versteht ihr es? Wenn man jemanden liebt, kann man nicht die rationale Seite kommandieren lassen. Liebe kennt keine Rationalität. Liebe ist einfach Liebe, Leute. Ja, es gibt keine Erklärung manchmal für die Liebe. Sie kommt, wie es kommen muss. Die Liebe kommt. Die Liebe kommt einfach unerwartet, Leute. Also hier, ich sage es, wie es ist. Liebe Jungfrau, hier hast du einen Mann oder eine Frau, die das Gefühl, das ist eine wahre Person, ja, aber wahrscheinlich lebt diese wahre Person oder diese Person hat Komplikationen, ja, und weiß gar nicht,
was rede ich da für einen Unsinn? Liebe ich diese Person? Ist es jetzt wirklich so? Ja, also ich würde hier sagen, diese Person lässt sich wahrscheinlich von etwas einfangen, was nicht die Realität ist. Okay? So, schauen wir jetzt mal, was die Tarotkarten uns sagen. Ja, diese Person wacht hier auf. Verstehst du das? Was ich hier sehe, ist, dass diese Person zwischen seine Gefühle und Impulsivität ist. Das Ego spielt eine große Rolle. Es kann hier wirklich un uomo tutto d'un pezzo, ein Mann, der ganz in einem Teil ist. Aber diese Person hat hier ein starkes Ego, hat diesen Mut, aber nicht diesen Ego abfallen zu lassen. Also ich habe das Gefühl, weil der Turm repräsentiert nicht nur ein Unfall, etwas, wo kaputt geht. Nein, das ist diese solide Basis von einem Menschen, la corazza. Sagst du, das ist wie ein Anzug. Stell dir mal vor, du hast dir vier Wände gebaut um dich, ja, um deine Emotionen. Und keiner darf rangehen. Und jetzt auf einmal kommt der Blitz. Das Universum schlägt mit seinem Blitz und sagt, nee, 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 mein Junge, nee, 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 meine Fräulein, ja, du machst das mir nicht mehr. Du holst deine wahre Seite. Fang an zu leuchten, ja. Fang an, du zu sein, deine wahre Essenz. Was haben wir nach dem Turm? Leute, Arcano Stella, den Stern. Das ist eine Reihenfolge. Der Stern zeigt, was du wirklich bist, deine wahre Essenz. Du kommst ans Licht. Du strahlst Licht. Du bist die Seele. Du bist nicht diese Persönlichkeit. Du bist nicht dieses Scheiße, was du aufgebaut worden bist. Die Realität von deinen Eltern, von deiner Familie. Du fällst hier, Leute, diese Person ist aufgewacht. Diese Person kann sich nicht mehr identifizieren mit dieser, wie sagt man das, mit dieser falschen Welt. Ich bin viel mehr, ich bin Seele, ja? Leute, Wahnsinn, Wahnsinn. Das ist eine Hammerlegung bei dir, liebe Jungfrau. Kompliment, wirklich Hut ab, wer hier ist. Bitte kommentiere. Ich weiß, es ist nicht einfach, aber ich liebe solche Legungen, weil da ist die Seele. Leute, ihr seid hier hundertprozentig Seele. Eure Seele sagt, wach auf. Du kannst nicht mehr so leben. Oder die Seele von dieser Person. Du bist wahrscheinlich nicht zufälligerweise in das Leben von dieser Person reingekommen. Weil du dieser Person etwas zeigst. Was zeigst du ihm, wer er wirklich ist? Die Projizierung von dieser Person. Die Menschen sind nicht zufälligerweise in unser Leben. Sie haben immer eine Bedeutung. Ja? Also weißt du, was ich hier sage? Liebe kennt keine Grenzen. Nein, Liebe kennt keine Grenzen. Und hier wird die Liebe siegen, nicht das Ego. Offenheit. Ich bleibe aufgeschlossen für eine mögliche positive Wende in unsere Verbindung. Ja, so ist das. Ich habe die Tür noch nicht ganz geschlossen. Das ist das. Wenn man wirklich an diese Person hält oder diese Person zu dir hält, weil ich weiß ja nicht, es ist kompliziert, es gibt vielleicht andere Menschen, es gibt so viele Energien. Aber ihr solltet wissen, dass diese Türe offen bleibt, weil es gibt eine Chance, eine Wendung, okay, von der Situation. Verehrung. Heimlich, ganz heimlich beobachte ich dich aus der Ferne. Wow. Leute, es kann ja gut sein, dass du mit dieser Person nicht diesen Kontakt hast, dass du weißt, dass er jetzt weit weg ist, aber du kannst nicht da sein, ja. Du kannst nicht mit deiner Persönlichkeit diese Person diese Wärme schenken. Verstehst du das? Hier könnte auch eine Wärme, eine Entfernung sein. Und trotz dessen ist diese Wärme da. Du beobachtest ihn oder er beobachtet dich. Also es kann ja gut sein, dass er, ich rede jetzt immer, meistens sind es die Männer. Also ich habe das Gefühl, dass es hier ein Mann ist, der so kompliziert ist. Natürlich gibt es auch Frauen, aber Männer haben das mehr, ja, dieses Geschlossenheit, dieses, das ist eine feste Person, das ist eine starke Person. Eine starke Person, die aber hier vom Ego dominiert wird, okay? Sehr wichtig. Also Jungfrau, dein eigener Sternzeichen, Sonne, Löwe, Mond, Krebs und Sagittarius. Du hast hier Schütze. Wenn dir jetzt diese Sternzeichen etwas sagen, kannst du sie umsetzen, kann ja Aszendent, Mond, Venus, die andere Person darstellen. Aber auf jeden Fall, liebe Jungfrau, die Liebe kennt keine Hindernisse, keine Grenzen. Hier wird die Liebe siegen. Wenn es so Schicksal ist, weil diese Person ist die Richtige. Diese Person ist das, was du jetzt quasi suchst.
würde ich hier sagen. Okay? Auch wenn jetzt diese Person, wirklich diese Person hat eine Reise betätigt. Oder diese Person muss eine Reise betätigen. Und das ist kein Zufall, ja? Also sehr schöne Karten, sehr viele Energien. Du deutest sie dann in deiner Situation oder du lässt es auch sein. Ich freue mich über ein Feedback, liebe Jungfrau, über einen Daumen nach oben. Falls du noch nicht meinen Kanal abonniert hast, lege ich es dir ans Herzen. Pass auf dich auf, liebe Jungfrau. Mach's gut. Ciao.